Tag der offenen Tür. Die Berufsfeuerwehr präsentiert sich offiziell. Schließlich gibt es in Graz jährlich an die 6000 Einsätze. Ganz einfach, den Leuten zu zeigen, was tun wir, was leisten wir, was machen wir in unserem 24-Stunden-Dienst. Nicht, dass die Leute glauben, wir sitzen und warten auf ein Feuer, sondern wir müssen ja vorbereitet sein, wir müssen üben. Eben solche Sachen wollen wir da ein bisschen vorzeigen. Es ist vor allem das junge Publikum, das Begeisterung zeigt. Ich hab hinten ein kleines Feuerwehrauto gesehen, eine Hubburg habe ich gesehen. Ja, und in der Hubburg war ich drinnen. Willst du vielleicht einmal eine Feuerwehrfrau werden? Ach, ja. Was hast du heute schon alles gesehen? Die fette Explosion. Wenn in der Küche so ein Fettbrand passiert und bei dir Ödel zum Brennen anfängt, dass man auf keinen Fall ein Wasser drüber löschen soll, ganz einfach einen Deckel drauf, ein Geschirrtüchel, eine dicke Zeitung reicht zum Beispiel und so weiter, den Erstickungseffekt. Das Einsteigen durch Fenstern ist besonders wichtig, dass man dann natürlich rasch zur Hilfe kommt, um Personen zu retten. Zweite Übung, die dreiteilige Schiebeleiter, die brauchen wir besonders, wenn es zum Beispiel heißt Unfall in versperrter Wohnung. Das ist ein Unfall, wo wir in eine Wohnung eindringen müssen. Und wenn zum Beispiel ein Fenster offen ist, dann ist es leichter, über ein Fenster mit der dreiteiligen Schiebeleiter einzusteigen, als wie eine Türe aufzubrechen. Ja, wir werden demonstrieren, eine verunfallte Person, die in ein Fahrzeug eingeklemmt ist, und wir werden mit unseren hydraulischen Rettungsgeräten diese Person so sorgsam wie möglich aus diesem Fahrzeug befreien. Die Fahrzeuge haben einen Kraftstoffmotor. Kraftstoffe sind in den Fahrzeugen drinnen, damit der Verbrennungsmotor einfach funktioniert. Elektrik ist vorhanden, und wenn das ganze System jetzt zusammenbricht, kann es aufgrund eines Funkens in Verbindung mit einem Kraftstoff zu einer Entzündung kommen. Es ist ein erfolgreicher Tag. Gut zu wissen, dass sich Graz auf seine ausgebildeten Einsatzkräfte verlassen kann. Ja, wir wollen natürlich die Bevölkerung einladen, ihre Feuerwehr besichtigen zu können. Und wir haben das immer nur am Landplatz gemacht, haben aber eigentlich drei Hauptfeuerwachen. Und heuer erstmals machen wir auf allen diesen drei Feuerwachen einen Tag der offenen Tür.